Der CCS testet, wie einfach sich gängige Zelte aufbauen und wieder abbauen lassen. Dazu stellen unsere zwei Amateurcamper nacheinander ein Pfaddy, ein Trekking und ein Familienzelt auf. Die beiden haben weder Vorkenntnisse, noch haben sie das Zelt vor dem ersten Einsatz in der Natur einmal ausprobiert. Zu den getesteten Zelten gehören das Gruppenspatz 180 vom Schweizer Hersteller Spatz, das Trekkingzelt Hilleberg Keron 4 GT von Transa und das Familienzelt Trevolution Stratos 5 von der Migro. Nur der Blick in die Bedienungsanleitung hilft den beiden Neulingen bei der Montage. Wir stoppen die Zeit und sind auf die Erfahrungen unserer zwei Tester gespannt. Der ideale Platz für den Aufbau ist gefunden, eine ebene Fläche mit weichem Gras und etwas Schatten zur Mittagszeit. Los geht's mit dem Klassiker von Spatz. Der braune Baumwollstoff lässt Erinnerungen aus den alten Pfaddy-Zeiten hochkommen. Das Aluminiumgestänge ist schnell zusammengesteckt. Anders als in unserem Testaufbau empfiehlt es sich, eine Plane unter dem Zelt auszubreiten. Die schützt den Zeltboden vor Kondensationswasser. Beim ersten Versuch gibt es Probleme mit dem Aufhängen des Innenzelts. Beim zweiten Versuch klappt es besser. Eine dritte Person für den Aufbau wäre durchaus willkommen. Das Zelt von Spatz steht nach 18 Minuten. Die Demontage verläuft hingegen schnell und reibungslos. Das nächste Zelt im Test ist das Hilleberg Keron 4 GT von Transa. Es ist mit Abstand das leichteste Zelt im Test und wird auch für Expeditionen verwendet. Der Aufbau mit seinen vier gleich langen Stangen ist einfach und schnell. Hilfreich ist das am Außenzelt festgemachte Innenzelt. Unser Testpaar hatte einzig etwas Mühe, die Stangenenden in die Plastikhalterungen zu bringen. Et voilà, das Zelt steht nach 12 Minuten 30 Sekunden. Bevor das Zelt im Zeltsack verstaut wird, ist es ratsam, den Zeltboden umzudrehen und in der Sonne zu trocknen. Der Abbau erfolgt schnell und problemlos. Die Alustangen beim Entfernen aus den Halterungen stoßen und auf keinen Fall ziehen. Das dritte Zelt ist das Trevolution Stratos 5. Innovativ an diesem Familienzelt sind die Luftkammern, welche die Zeltstangen ersetzen. Der Aufbau ist sehr einfach. Dank der mitgelieferten Pumpe werden die drei Schläuche mit Luft gefüllt. Zuletzt wird noch das Vorzelt gespannt. Das Zelt steht nach gut 13 Minuten. Probleme zeigen sich bei der Demontage. Das hohe Gewicht von 21 kg ist beim Verstauen des Zelts hinderlich. Die Hülle ist für so viel Zelt relativ knapp. Fazit: Beim Gruppenspatz 180 dauerte der Aufbau mit 18 Minuten am längsten. Das Innen- und das Außenzelt müssen nacheinander aufgebaut werden. Eine dritte Person wäre hilfreich gewesen. Mit etwas Übung ist der Aufbau aber ohne Probleme auch zu zweit möglich. Das Hilleberg Keron 4 GT ließ sich in unter 13 Minuten aufbauen. Einfach war es auch, weil alle vier Stangen gleich lang sind und keine Verwechslungsgefahr besteht. Zudem ist das Außenzelt mit dem Innenzelt verbunden. Der Abbau verlief ohne Schwierigkeiten. Beim Trevolution Stratos 5 gelangt der Aufbau in gut 13 Minuten. Die mitgelieferte Pumpe erforderte etwas Anstrengung, bis alle Luftkammern gefüllt waren. Etwas Mühe bereitete auch die Demontage, weil sehr viel Gewicht in eine relativ kleine Hülle gepackt werden musste.